Es gibt noch ein paar wenige Tipps vom Chefredakteur und noch zwei, drei Korrekturen bei den Fragen kurz vor dem grossen Moment. Der Florian trifft sich mit der Altbundesrätin Ruth Dreyfuss für ein Radiointerview. Die Anspannung im Medienzentrum ist spürbar. Gestern Abend, als ich erfahren habe, dass ich das machen kann, war es überhaupt nicht so schlimm. Aber jetzt schon, wo es jetzt, ja, jetzt sind es noch 20 Minuten, gehe ich ins Bundeshaus, oder? Ja, ist schon etwas, oder? Ja. Ich bin sicher nervös. Ja. Auch die Künitzer Eva Hirschi ist etwas nervös. Sie hat zwar schon andere Politgrössen befragt, trotzdem ist das Interview mit Adolf Ogi, das sie wird führen, etwas Besonderes. Es ist schon etwas Spezielles, auch gerade, weil es im Umfeld der Jugendsession ist und von dem her schon wichtiger ist, als wenn man es für einen Online-Artikel braucht. Seit's und ab geht's durch den Hintereingang ins Bundeshaus, wo die beiden prominenten Gäste schon die Jugendsession eröffnen. Der Florian und Eva müssen sich noch kurz gedulden, aber schliesslich heisst es dann Mikrofon an und los. Frau Dreyfuss, ich habe gelesen im Internet, Ihre Lieblingsbeschäftigung sei lesen. Was hat euch dazu motiviert? Die beiden löchern ihre Interviewpartner mit Fragen und Nervosität ist ganz verflogen. Die ehemaligen Bundesräte zeigen sich als professionelle und spannende Interviewpartner. Sehr zur Freude der Jungjournalisten. Super, echt genial. Es war mega offen. Ich habe das eigentlich echt nicht erwartet. So viele Sachen, wie sie erzählt hat und so. Und sie hat ja, was ich noch lustig gefunden habe, zuerst noch ein Interview abgemacht mit jemand anderem, nachdem mit mir. Und ich hatte dann Schwangerschaft, dann ist sie mit mir vielleicht. Oder will sie etwas schnell machen und dann, aber nein, überhaupt nicht. Er weiss, was sagen. Er findet immer gute Bilder oder Vergleiche. Und von dem her ist das auch jetzt so, auch in den kleinen Fragen hat er immer gut antworten. Genau solche einmalige Erlebnisse, die Tink.ch in Zusammenarbeit mit der Organisation Junge Medien Schweiz den 25 Jungjournalisten der Jugendsession vermitteln. Wir verstehen uns auch als Sprungbrett für junge Reporterinnen und Reporter, um nachher in die Medienwelt hineinzugehen, wenn sie bei uns Erfahrungen gesammelt haben und sich dann sagen, doch, das ist etwas für mich, dass sie dann weitergehen. Oder? Das hat es schon mehrere gegeben, die durch uns nachher noch mehr hergekommen sind. Und auch Florian und die Eva haben in der Jugendsession einen ersten Schritt in die Medienwelt gemacht. Und vielleicht liest man ja gleich noch mehr von ihnen.